So. Ich habe vielleicht zu wenig gesoffen in letzter Zeit. Prosit. Sind wir schon? Ja. Okay, Prost, die Herren. Prost. Zum Wohl. Wir stoßen mit Eiern an. Verdammt, nach all diesen Jahren, ich wollte Dovich sagen. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 271. Wir schreiben den 30.08.2016 und befinden uns im Innenhof, schätzen wir, die 7 vom alten AKH. Heute mit Gregor, Horst und Stefan. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ebenso an unsere Flatterer, an unsere Patreonen, an das Klebemonster sowieso jedes Mal. Das lebe hoch. Ja. Und an unsere Feedbacker. Feedbacker und überhaupt die uns... Und unsere Hörer. Ja. Zuhören. Und an uns selber. Wir leben hoch. Kommen wir zum Teaser. Ja. Also ich kann erzählen, vielleicht ganz kurz, ich war übers Wochenende im schönen Bayern, in Landsberg. Da kann ich vielleicht ein bisschen was über die Eindrücke dort erzählen. Mhm. Außerdem habe ich immer noch vom letzten Mal übrig einen Horrorfilm namens The Witch. Und zu guter Letzt kann ich anteasern, dass ich mir heute Hardware gekauft habe. Hardware hast du gekauft? Was hast du für eine gekauft? Für den Raspberry Pi. Mm. Okay. Ich erzähle vom Binge-Podcast hören. Sehr gut. Ja. Habe ich die Woche gemacht. Wieder Ruby, oder? Kommt dann im Teil. Dann, okay. Deswegen Teaser. Ich versuche meine 2 Rom-Bücher zu rezensieren über das alte Rom. Habe immer noch einen Film offen, den Suicide Squad. Ah ja, wollte den ich letztes Mal machen. Und inzwischen, und ich war auf einem Netzpolitik-Treffen im schönen Traunkirchen beim Traunsee. Wow. Davon kann ich erzählen. Mhm. Jo. Ja, dann. Und habe dort auch noch einen Film gesehen über Datenschutz. Kommt auch noch. Ja, dieser aus. Haben wir Termine zum Verlesen, oder? Mir fällt gerade einer ein, nämlich Netzpolitischer Abend, aber das ist zu knapp schon, weil der ist schon die Woche. Nämlich am Donnerstag in Wien, ist in Wien der Netzpolitische Abend, der jetzt wieder monatlich stattfindet. Das heißt, wenn Sie das hören, ist es sicher schon zu spät, aber in gewissem Sinne auch nicht, weil es wird immer das, was hörbar ist, also was als Audio-Only-Content auch funktioniert, verpodcastet und insgesamt wird eigentlich meistens auch ein Videostream aufgenommen. Mhm. Und die können wir dann verlinken von den Shownotes her. Und ist wieder im MetaLab. Ist wieder im MetaLab. Mhm. Und ich kann wieder nicht, weil ich wieder blockiert bin, weil ich habe wieder Vienna Abi, was immer zur gleichen Zeit stattfindet. Das ist immer mein Dilemma. Also das findet jetzt auch wieder monatlich statt. Wer sich für das interessiert, das ist die Wiener Ruby Usergruppe, könnte man sagen. Mit netten Vorträgen und netten Leuten. Ja. Soll ich was mit was Technischen einsteigen? Bitte, bitte. Also, ich habe euch ja erzählt, ich habe zu Hause mein Show-Setup geupdatet mit Beamer und Boxen. Das Sofa-Bespaßungs-Equipment. Richtig. Und mein Mediencenter ist ein Raspberry Pi 2 mit einem Libre Elec drauf in wahnsinniger Bleeding Edge-Version, damit ich diesen Amazon-Kram drauf zum Laufen bekomme. Und so schaue ich halt Stunde für Stunde und werde so, merke ich, leicht unzufrieden ob der Tonqualität, weil ich habe ja auch neue Boxen, aber irgendwie dieser, also ich habe die Boxen angeschlossen an den ganz normalen Klinkenausgang vom Raspberry Pi und der ist halt deutlich leiser, als wenn ich den Standrechner irgendwie dranhängen habe an den Boxen und generell kam es mir so vor, dass irgendwie eine unzufriedenstellende Soundqualität daraus kommt. Und dann habe ich mich nachgelesen und dann beginnt so die Selbsthypnose, wenn man einen Vor- und Nachliest, da schimpft nämlich jeder über den Klinkenausgang vom Raspberry Pi, dass der nicht das Gelbe vom Ei ist. Und dann bin ich so ins Grübeln gegangen, was man denn dagegen machen könnte. Da gibt es ja mehrere Varianten. Eine davon wäre gewesen, der Raspberry Pi 2 besitzt ja auch einen HDMI-Ausgang und HDMI führt ja auch Audio raus. Ja.
Und ich habe leider kein Gerät, was jetzt dieses Audio wie so einen HDMI-Empfänger, wie ein Fernseher oder so, das Audiosignal verarbeiten könnte, sondern ich habe das eben getrennt. Der Beamer, der hat zwar eingebaute Boxen, der das Audio verarbeiten könnte, aber aus den Boxen will man es nicht hören. Und die anderen Boxen verwenden eben den Klinkeneingang. Also müsste ich mir... Und der Beamer hat wieder nicht so einen Dings, wo du den Sound durchschleifen kannst. Genau, richtig. Das hat er wieder nicht. Genau, Einschränkung, wenn man ihm billig wie ich einkauft. Gibt es sowas halt. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, wie man diesem Problem trotzdem begegnen kann. Einer davon ist ein sogenannter Audio-Extraktor für HDMI. Das ist ein eigenes kleines Hardware-Kastel und der trennt irgendwie das Videosignal von dem Audiosignal. Da habe ich so ein bisschen rumgesucht und kam mir dann irgendwie so in der Überlegung ein bisschen unsexy vor, weil wieder ein weiteres Kastel, von dem ich nicht weiß, ob das überhaupt wirklich besser ist, beziehungsweise... Noch ist eine Stromversorgung. Mir, ja, jetzt habe ich eh so viel Hardware gekauft und wenn das nur so irgendwie Hardware ist oder so, dann habe ich immer gleich so ein schlechtes Gewissen. Ja. Die zweite Möglichkeit wäre eine USB-Soundkarte, davon gibt es ja sehr, sehr viele. Aber der Raspi hat ja nicht sehr berühmte USB-Ports, ne? Für Audio reicht's. Für Audio reicht's. War mir aber persönlich halt nicht sicher, wie das dann ist, wenn ihr im LibreElec-Video hochauflösendes zugleich mit dieser... Nichts ist blöder, als wenn der Ton hinterher hinkt. Audiokarte und so. Aber es wäre eigentlich eine attraktivste Option gewesen. Ja. Wäre ich dann nicht auf die Möglichkeit gestoßen, dass es jetzt schon eine kleine Szene gebildet hat für Soundkarten für Raspberry Pi, die du direkt an diese Anschlüsse ansteckst. An diese Erweiterungsboards. An die Erweiterungsboards. Also ein Soundshield sozusagen. Richtig, Shield, genau. Ein Soundshield, so bezeichnen sie aus. Also die findet man, wenn man unter Raspberry Pi DAC für Digital Analog Converter sucht, kommt man da auf eine Reihe von Projekten. Und eines, das mich angelacht hat, da habe ich mir jetzt die letzten zwei Tage irgendwie so hin und her gewälzt, ob ich mir das anschaffen soll, weil es dann doch ein bisschen, also es ist nicht wirklich teuer, kostet halt so 30 bis 40 Euro, war das Projekt HiFiBerry. Und soll eine, geht raus mit Cinch, also diesem typischen weißen und roten Stöpsel, und gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, einer Light-Variante, die ein bisschen weniger kann, oder einer Pro-Variante oder der ganz normalen Standard-Variante, passt prinzipiell in der Plus-Version. Es gibt den DAC Plus, also den HiFiBerry DAC Plus oder den DAC ohne den Plus eben. Aber der Plus, glaube ich, passt, soweit ich weiß, auf alle Raspberries, die zurzeit so draußen sind, bis auf wahrscheinlich die kleinen, ganz kleinen oder so. Und ja, den habe ich mir jetzt mal zusammengeklickt. Und dann und kommt schon Sound raus oder bist du noch beim Klicken? Ich bin noch in der Bestellphase, deswegen habe ich gesagt, nur Teaser oder so. Aber ich wollte irgendwie mal darauf hinweisen. Für mich war es dann auch irgendwie so in der Selbstüberredungsprozess irgendwie so die Argumentation, ich investiere zumindest auch ins Ökosystem des Raspberry Pis, weil das wirklich so eine dezidierte Software ist, die jetzt aus irgendeinem Home-Entertainment-Segment kommt, sondern sich eine Firma hingesetzt hat und gedacht, gut, wir machen jetzt hochqualitativen Sound für ein Raspberry Pi. Und weißt du, ob die dann auch mit dem 3er Raspi kompatibel ist? Oder? Also ich habe nachgeschaut und in der FAQ von dort steht drinnen, dass es mit dem 3er kompatibel ist. Aber bitte selber informieren, weil wie gesagt, ich habe jetzt mal vornehmlich drauf geschaut. Das, was ich mir noch zusätzlich dazu besorgt habe, ist halt dadurch, dass er jetzt ein bisschen höher ist, ein fescheres Gehäuse auch dafür, damit das Ganze schön stabil ist, dass ein Stahlkastel drinnen ist und ja. Ich harre der Dinge und werde dann weiter berichten, ob es das jetzt wirklich gebracht hat oder ob ich dann da sitze und denke mir, naja, Unterschied. Bei meinem vielleicht auch nicht ganz teuren Box. Na, schauen wir mal. Ja, so viel von der LibreElec Front und Home Entertainment. Ich habe zwei halbwegs aktuelle Themen. Das eine war, ich war auf einem netzpolitischen Treffen. Ah, okay. Und zwar wurde das von der Meral Akin-Hecke, glaube ich, im Traunsee, in Traunkirchen veranstaltet. Also Traunkirchen ist ein Ort auf einer Halbinsel im Traunsee. Ist sie die auch die Digital Society? Genau. Ah ja, die ist ja ganz... Digital Champion Österreich ist sie. Also die ist sehr, die habe ich auch, bin ich der auf der letzten Republika. So sehr lebendig, schwarz. Oder auf der vorletzten, weiß ich nicht, auf der vorletzten. Und sehr ja, und natürlich kann man die Meral auch einfach in Wien treffen. Also ich
Und auch den netzpolitischen Abend kriegt man in Wien. Aber aus diversen Gründen habe ich dann gedacht, ich möchte eh raus aus Wien und ein bisschen Urlaub und so. Habe mich dann halt nach Traunkirchen bewegt, öffentlich mit Bahn, geht das relativ gut. Und war dann okay. Extrem dankbar, weil es einfach wunderschön ist. Also ich war das letzte Mal gleich vor 30 Jahren am Traunsee. Mhm. Und wunderschön. Und wie hat dieser netzpolitische Abend ausgeschaut? Da hat es eine Art Gemeindehaus gegeben, also ich glaube so ein Gemeindehaus oder ein Museum, also so ein Gemeindesaal. Und der war bestückt mit circa 30 Leuten, also so nicht ganz so viel wie im Metalab reingehen. Und weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin am Abend, habe ich es nicht mehr so ganz mitgekriegt. Also wie ich angekommen bin, wurde da ein Schwarz-Weiß-Film gezeigt. Okay. Den Titel bitte in den Shownotes nachlesen, den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das war ein Film über den Gesetzwerdungsprozess in Brüssel zum Thema Datenschutz. Ah, und zwar ging es um, in den Shownotes nachlesen, wie er genau heißt. Ja. Und nachher habe ich erst mitgekriegt, der in dem Film sozusagen die Hauptfigur ist, nämlich ein Mitarbeiter, der halt diese Datenschutzagenda in der Snowden-Zeit dann auch durchgebracht hat, dass die eine EU-Gesetzesvorlage werden und über die jetzt langsam abgestimmt wird und über dem seine, wie soll ich sagen, mit wem der halt zu kämpfen gehabt hat und die Lobbyisten und die Parlamentarier, die dagegen waren. Also es hat eigentlich gezeigt, wie mühsam das ist, in Brüssel durch die ganze EU-Bürokratie, durch diese vielen gegenläufigen Interessen etwas, Trilog, nur einen Gesetzesentwurf voranzubringen und ich halt Kompromisse machen muss und gleichzeitig schauen muss, dass er trotzdem noch was aussagt und welche Gegenkräfte da wirken. Mhm. Und halt waren ja immer Interviews, also zum Teil mit Lobbyisten, zum Teil mit EU-Kommissar, zum Teil mit Parlamentariern und man hat das halt gesehen. Und am Schluss haben sie den zustande gebracht und über den wird jetzt, also 2012 hat das angefangen und 2018 wird, glaube ich, jetzt über den abgestimmt, dass er dann gesetzt wird. Und der sichert dieses EU-Grundrecht auf Datenschutz, dass das ein EU-Grundrecht ist, so wie die Reisefreiheit oder Menschenrechte. Dass das verankert wird. Ja, und das ist halt ganz was Besonderes, weil das die USA zum Beispiel nicht haben. Mhm. Ja, wow, super, dass wir da mal etwas Positives zusammenbringen. Ja, also dieser Film hat einem sozusagen das sehr gut gezeigt und der Typ, der Hauptdarsteller war vom Film, war auch anwesend und hat den Film präsentiert, okay. Was ich aber voll nicht mitgekriegt habe, weil ich schon zu spät gekommen bin, sonst hätte ich ihn vielleicht noch angequatscht am Ende. Was Besseres rauskriegt. Und nachher ging es dann sehr nett weiter, dann waren wir in einem Restaurant, Bier getrunken und so geblödelt und Leute ein bisschen besser kennengelernt. Und am nächsten Morgen gab es dann für die, die noch nicht zurückgefahren sind, die dort übernachtet haben, gab es dann ein super Frühstück bei der Meral selber auf so einem Art Altausseher Bauernhaus mit Seeblick. Und wow. Das, also allein das, also das war schon wert. Ja. Und ich habe, wie soll ich sagen, was habe ich aus Lebenserfahrung daraus herausgenommen? Auch Leute, die du sonst in der Stadt, wo du wohnst, siehst, zahlt sich manchmal aus, weit wegzufahren, um sie dort zu sehen, weil es dann halt das Setting anders ist und du mit anderen Leuten besser ins Reden kommst und bessere Connections machst, als wenn du nur so ins Metalab reingehst und es ist voll und du schaust von der Seite ein bisschen zu und gehst wieder raus. Also, konntest du dich mehr gut austauschen mit anderen? Ja, ein paar Kontakte geknüpft und so. Ja, und da ging es hauptsächlich um den Film oder waren nachher noch so? Nachher war dann also nur noch geselliges Bier trinken. Okay. Und vor dem Film haben sie ein bisschen geredet, aber was mir die Leute erzählt haben, hat halt der in dem Film auch vorkam, halt kurz drüber geredet und den dann auch ohne viel Worte präsentiert. Mhm. Der Film ist so ein typischer Politfilm, also sogar in Schwarz-Weiß gehalten, nur ab und zu so farbige PowerPoint-mäßige Überschriften drinnen. Oh, arty. Was auch Budgetgründe haben dürfte, weil sie einfach da sehr viel Rohmaterial reingeschnitten haben, einfach wie ein Parlament der Abstimmung ist. Und so. Okay, um die Ästhetik anzugleichen, meinst du? Ich nehme an, es hat eher auch, also es wird billiger gewesen sein, das Ganze auf Schwarz-Weiß rauszubringen, aber keine Ahnung. Und ja, der Film ist spannend und die anwesenden Lehrer dann haben dann gesagt, ja, das wäre doch toll, wenn der bei politischer Bildung laufen würde, verpflichtend für jede Oberstufe. Aber ja, wie gesagt, man kann sich die Kopie irgendwie übers Internet bestellen und sich den Film holen. In Kinos war er, glaube ich, nicht, zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Mhm. Und in den Shownotes bitte den genauen Titel nachschauen. Aber es hat für mich sehr den, wie soll ich sagen, ich habe jetzt einen besseren Eindruck, wie in Brüssel, wie viel Respekt den Leuten entgegenzubringen ist, die überhaupt ein Gesetz durchbringen in Brüssel. Und dass das halt harte, kontinuierliche Arbeit bedarf. Und, ja, ich habe es nur so in Grundzügen, hat das mal der Social Hacker für Republika erklärt, im Zuge der Netzneutralität. Ja.
wie, was für Ebenen das so ein Gesetz oder so ein Beschluss durchlaufen muss. Ja. Und glaubst du, wird das jetzt, oder weißt du, wird das jetzt jedes Jahr stattfinden, so dieser Thematik? Oder das hat sich jetzt so angehört als diese Veranstaltung? Oder? Ja, ich erzähle jetzt möglicherweise Blödsinn, weil ich vieles nur am Rande mitgekriegt habe und nicht gescheit gemerkt habe. Aber es war so ein bisschen die Diskussion, ob diese netzpolitischen Abenden immer nur in Wien stattfinden sollen oder dass die ein bisschen mehr durch Österreich auch herumtouren. Mhm. Und das gute ist da Idee, angeklungen. Ja. Apropos Social Hack, sprich Tom Lohninger in Real Life und Netzneutralität. Heute hat die BEREC, das ist so die Meta-Organisation der europäischen Provider, die Richtlinie für die Netzneutralität herausgegeben, was ein ziemlicher Erfolg ist, inhaltlich gesehen, nämlich weil es von EU-Seite sich nicht viel getan hat in letzter Zeit, aber es sind über 500.000 Stimmen laut geworden aus der europäischen Bevölkerung, die sich für Netzneutralität ausgesprochen haben. Schön. Und das spiegelt sich jetzt wieder in Form dieser Richtlinie, die da heute rausgekommen ist. Wenn wir auch irgendwie schauen, ob man das Original verlinken oder einen Artikel, der darüber berichtet, ist vielleicht sogar sinnvoller. Kann man eigentlich entschließen, dass sich das auszahlt, bei solchen Aufrufen mitzumachen? Da wurden ja nur so Stellungnahmen gebeten. Wenn man 500 Millionen andere findet, dann zahlt es sich aus, kann man sagen. Naja. Dann schafft man es auch, eine Lobbyorganisation ein bisschen zu beeinflussen. Das kann man vielleicht als Sache draus ziehen. Aber es ist nicht unmöglich, was zu erreichen, auf jeden Fall. Und natürlich sind da jetzt einige Leute ziemlich begeistert, gerade, dass sie da dass sie auf die Reihe gekriegt haben, wie der Tom. Das ist also sicher ein großer Erfolg, dass man es über die Ebene spielt. Ja, bravo, Herr Lohninger. Ne? Genau. Mhm. Ich kann weitermachen beim Thema. Ich habe dann am Tag nach dem Treffen versucht, die Meral selbst zu interviewen. Die ist nämlich ihres Zeichens nicht nur Digital Champion Austrias, sondern auch, Advisor vom Oettinger, also österreichischer... Okay. Ratgeber für unser aller Digitalkommissar Oettinger. Interessant. Und dann habe ich versucht, mit ihr ein Interview zu machen, was die Rollen, ich weiß jetzt leider den exakten Titel nicht mehr genau, ob das jetzt Digital Advisor heißt oder ein bisschen einen anderen Titel hat, aber ist auf jeden Fall offizieller von Österreich beauftragter Internet-Experte sozusagen, um den Digitalkommissar zu beraten. Mhm. Und was ihre Themen da sind, ich habe natürlich gefragt, wie viel Einfluss sie auf den Oettinger hat und leider, während ich das Interview gemacht habe, wir waren da in Traunkirchen, sind so lauter Motorradausflügler, so weißhaarige Typen mit Harley Davidson herumgeduckert und in Zeitlupe um das Café herumgeduckert, wo wir da waren und haben einen Parkplatz gesucht oder haben sich nur gefreut, dass andere Lärm belästigen dürfen. Auf jeden Fall hat das ganze Interview dann... Hattest du wieder deine Störgeräusche? Ich hatte meine Störgeräusche sehr dick, deshalb versuche ich das Interview jetzt einfach nachzuerzählen. Okay, soll ich da nicht dran nachschneiden? Ich glaube nicht, dass ich... Nein, es war auf Englisch und du hörst hauptsächlich am Motorrad duckern. Okay. Und ja... Vielleicht schaffe ich es irgendwann einmal, das gescheit zu schneiden, aber okay, es ist... Okay, auf Englisch? Sprichst du Englisch, oder was? Nein, nur mir zuliebe. Okay. Also, es war... Ach, ja, du wolltest das fürs... Genau. Ich wollte es fürs Internal Open Magazin auch haben und so, und deshalb habe ich es versucht, auf Englisch zu machen, eben, aber... Ich habe mich jetzt gerade gewundert. Ne? Ja, im Prinzip war es dann auch aus mehreren Ebenen nicht so gut. Aber das Interessante ist, also erstens der... Das ist ein Beratungsboard, also sie hat da keine Abstimmung zu machen und der Oettinger ist natürlich in keinster Weise gebunden an das, was sie sagt. Hm. Und dann habe ich gefragt, ob nicht die EU halt selber genug Beamte hat, die da den sozusagen informieren können, was Sache ist, warum es da jetzt ein extra Chor gibt von diesen eigenen Advisoren. Ja. Und sie hat halt gemeint, die Arbeitsbeschreibung von dem Advisor, wobei der jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld kriegt. Die kriegen, glaube ich, eine Reise nach Brüssel im Jahr zahlt oder so. Die ist halt, dass er nicht der Fachexperte von einem Fachministerium ist, sondern dass der halt den Überblick hat über mehrere Themen, die sozusagen ministeriumübergreifend oder fächerübergreifend funktionieren, wie jetzt Datenschutz, was halt, wenn man jetzt den, keine Ahnung, Arbeitsminister fragt, weiß der nur einen Teil davon und der Wirtschaftsminister nur einen Teil und die Aufgabe von diesen Experten, von diesen Advisern, ist halt sozusagen einen breiteren Überblick zu haben. Und sie sollen sozusagen Themen, die ihnen wichtig sind oder erscheinen, halt auf die Agenda heben, damit der Digitalkommissar, also dieser, was ist der Titel vom Oettinger jetzt?
was ist der Digitalkommissar, oder? Und so in die Richtung. Ja, so, so die Formulierung wird nicht genauso heißen, ja, aber es ist auf jeden Fall EU-Kommissar. Ja. Oberster Internet-Ponze, dass der halt über wichtige aufsteigende Themen dann auch informiert ist, auch wenn es jetzt irgendein Fachministerium nicht. Ja, das klingt ganz würde. Vernünftig, dass man einen Advisor nimmt, die nicht so direkt im EU-Apparat drinnen stecken, sondern auch ein bisschen einen Aktor. Nein, das ist genau das. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Idee eigentlich. Und dann habe ich gefragt, wie das ist, also ob die jetzt alle mit einer Stimme sprechen oder ob da die Skandinavier jetzt nicht andere Meinungen haben, also keine Ahnung, die Franzosen. Und sie hat dann gemeint, die müssen also dezidiert nicht einstimmig sein, es gibt auch keine Abstimmungen. Es kann also durchaus, die können auch unterschiedliche Meinungen an den herantragen. Es ist einfach ein eher so breit gefasstes Sensorium, um halt verschiedene Strömungen oder aktuelle Themen in der EU hinauf befördern, wahrscheinlich schneller als der Apparat das kann, ne? Weil der müsste erst eine Fachgruppe gründen und dann einen Beamten einstellen, der genau das macht. Ja, so wie du das erzählst, klingt das total vernünftig, dieses Konzept. Und mich hat das halt gefreut, also mit ihr über diese Sachen zu reden, weil ich ja auch nicht den Einblick habe. Leider, vielleicht kann ich das Interview irgendwann in Wien wiederholen auf Deutsch oder dann präzisere Fragen stellen. Das war jetzt nur die Kurzfassung. Wenn man sich das anhört, was dann der Oettinger verkündet, dann ist es sehr beratungsresistent. Nicht besonders erfolgreich, oder ist er vielleicht besonders beratungsintensiv? Ich glaube, man sollte die Person von der Institution trennen. Von der Institution trennen. Beim Oettinger weiß man ja, wo er herkommt und wie er tickt circa. Ja. Und aus Westgeisteskind er ist, wenn man sich einfach seine Karriere anschaut. In Hinblick auf die Netzneutralität gibt es jetzt auch einen Artikel, wo es heißt, wir sind alle Taliban, weil Oettinger hat einmal verkündet, wer für Netzneutralität ist. Der ist halt ein in der CSU groß geworden und war halt auch vorher schon Lobbyist. Und wird auch ordentlich noch lobbyiert werden. Ja, sicher, also das, ja. Aber das muss man jetzt trennen von der Funktion des Advisory Boards, also dieser Advisors, und das könnte jetzt auch komplett wer anderer sein, ich Herr Kommissar. Ich habe eben nur den Eindruck, dass da nicht viel erreicht wird auf die Art und Weise bei so Leuten wie dem Oettinger, nicht, weil da die Lobbys einfach stärker sind. Ja, sicher, bei ihm nicht, aber ich würde das jetzt trennen von der Rolle der Merl. Ja, das hat mit der Merl nichts zu tun. Sondern das ist einfach. Ich hab mich nur für den Oettinger bezogen. Ja, nein, von dem halte ich auch nichts, aber das hat sie im Interview natürlich jetzt auch nicht sagen dürfen. Oder nicht wollen. Ja. Ja. Spannend. Und sonst sehr empfehlenswert Traunkirchen und überhaupt Traunsee. Und ich bin im Traunsee geschwommen, vor und nach dem Frühstück. Es ist ein bisschen kalt, aber sehr empfehlenswert. Schön. In Different News, die Stadtregio Tram Gmunden hat eine Station dazu bekommen. Hat jetzt eine dazu gehört? Die hat eine ganz süße Straßenbahn. Jetzt schafft sie es schon bis zum Rathaus. Ja, vom Bahnhof bis Rathaus, genau. Ja. Und die Woche hat jetzt begonnen der Weiterbau, hauptsächlich Kanalarbeiten, Kanalsanierung. Und es ist auch beschlossen worden, dass die neue Brücke finanziert wird, die Brücke über die Traun, damit der Brückenschluss damit gemacht werden kann zur, ich glaube, die auf der anderen Seite heißt, weiß ich nicht mehr genau. Also dass diese Stadtregio-Tram dann wirklich rausfährt aus Gmunden auf der anderen Seite bis Forchdorf rüber. Also das wird so eine richtige. Die Straßenbahn wird damit auch zur Regionalstadtbahn oder Schnellbahn, so ähnlich wie das in Wien die Badnerbahn hat, die Aufgabe. Ist die zurzeit hauptsächlich eben durch diese fehlende Brücke jetzt unterbrochen und damit werden dann ziemlich viele Pendler auch in die Stadt Gmunden hineinfahren können. Ununterbrochen und mit Öffis und sind nicht das Auto angewiesen. Weil dort hat es früher ziemliche Troubles gegeben auf der Brücke und es wird auch in Zukunft wohl so bleiben, dass auf der Brücke kein Individualverkehr erlaubt wird, sondern der muss sozusagen um Gmunden außen herumfahren, damit nur die Öffis, sprich Busse und diese Straßenbahnlinien dann über die Brücke fahren. Das macht total Sinn. War ein riesen Aufstand von der Wirtschaft dort und da, wenn man jetzt durch Gmunden geht, findet man Plakate, wo dann steht, also das ist nicht mehr, also Protestplakate gegen die Straßenbahn. Immer, woher kennen wir das? Dazu lässt grüßen. Gmunden, muss ich übrigens sagen, hat eine super Uferpromenade und mit so einer Keramikmark und bummvoll. Also so wie kommt drauf an, wann man hinkommt. Ja, jetzt im August. Ja, im Winter ist da total ja, kann man vorstellen. Nein, aber das war gesteckt voll mit Touristen und hat seinen K&K-Charme versprüht. Also
ausgezeichnete Konditoreien. Wie ein Schrumpfgratz an einem schönen See gelegen. Ausgezeichnete Konditoreien kann ich empfehlen. Ja. Sowohl die an der Uferpromenade unmittelbar, mir fällt zwar Namen nicht mehr ein, aber können wir danach verlinken. Das ist so der Klassiker, aber die ist meistens ziemlich voll. Aber vis-à-vis gibt es auch eine kleine, alte, das ist so Inneneinrichtung, irgendwann, weiß nicht, 1920 oder sowas in der Größe. Also eine uralte Einrichtung und super Müllspeisen. Guter Tipp schon mal. Das ist genau bei der alten Endstelle von der Straßenbahn, die Station heißt Kaiser-Franz-Josefs-Platz. Das ist eine super kleine Konditorei. Ja, also Gmunden, also überhaupt Traunstein ist eine Reise wert, kann ich jetzt sagen. Und vor allem auch von Wien super öffentlich erreichbar. Man fährt nach Adlang-Buchheim und steigt dann um in den Regionalzug. Ja, wenn wir schon bei Reisen sind. Ich war ja jetzt in Bayern eingeladen zu einer Hochzeit und war übers Wochenende dort. So Freitag bis Sonntag bin ich dann wieder zurückgekehrt und kann sagen, es war super. Wo warst du denn genau? Ich war in Landsberg. Das ist 40 Kilometer westlich, hoffentlich irre ich mich da nicht, von München ungefähr ist das gelegen. Das Landsberg am Lech ist das. Und dort in der Nähe gibt es auch einen See. Da war ich dann auch am nächsten Tag gleich, der Ammersee. Ammersee, ja. Den kennt man, so vom... muss man sagen. Und ja, war für mich auch vor allem eine kulinarische Reise. Ich musste mich zurückhalten, nicht bei jeder Speise Weißwürst zu bestellen. Mit der süße Senf und die Weißwurst. Ja, das fährt schon, gell? Ja, also definitiv war das kulinarisch für mich auch so ein sehr fleischiges Wochenende, weil ich versuche ein bisschen weniger Fleisch zu essen, aber da kommt man eigentlich nicht aus. Und Landsberg ist ein wirklich herziger Ort. Also ich kenne ja so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, ich kenne die Gegend oder so, aber ich war ja so in meiner Kindheit oft so im Dreiländereck Vorarlberg und dort gibt es auch diesen Ort Lindau und mich hat das so ein bisschen, obwohl jetzt nicht so direkt am Wasser, also schon am Wasser, aber nicht so am See gelegen ist, hat mich das sehr daran erinnert, weil so bunte, putzige Häuser und man merkt schon, alles sehr schön aufgeräumt und total nett. Ja. Und so am ersten Tag also im Café Kete, was auch so ein bisschen mediterran hingestylt war und so. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt einfach. Mhm. Außerdem ist es ein quasi Disneyland für Biertrinker. Du kannst dich ja bei keinem Bräu oder kannst du dich durch die Bierkarte trinken, überall putzige Namen und du musst dich überall durchprobieren. Und ich konnte auch meinen heimlichen Fetisch, den ich nur ganz selten nachgebe, nämlich das Weißbier, also Weizenbier zu trinken. Das habe ich dann auch gemacht. Und am ersten Abend waren wir in so einem klassischen Biergarten unter Kastanienbäumen, wenn man sich vorstellt. Richtig, genau. Und das war auch super, das Nonnenbräu, da geht man auch sehr schön entlang. Also Landsberg hat auch eine sehr hübsche alte Stadtmauer, da kann man so entlang gehen und so. Das ist wirklich sehr pittoresk. Und das Nonnenbräu war auch Spitzenbier und so. Mhm. Die Karte für mich, also wenn man so mit der Einstellung hingeht und so in Bayern und jetzt esse ich jedes Mal was Zünftiges, immer das Ärgste, was am Bratl gibt und so, dann war die Karte halt so fancier als im 6. Bezirk. Da gab es das Pulled Pork Burger und irgendwelche Speisen mit Mango Chutney und so. Das heißt, verhipst dann Bayern oder was? So verzweifelt in der Karte. Nein, ich will was Erdiges. Blunzenkreuzl. Ja, Wurstsalat oder Ding. Also Wurstsalat hat es gegeben. Das war das Wurstsalat-Obersten hätte es auch gegeben, aber das waren ja eher so diese kalten Kaliber, habe ich nicht zum Gusto gehabt. Das Bier hat dann den Hunger hinreichend vertrieben. Und am nächsten Tag waren wir eben am Ammersee. Das war so der nächste Programmpunkt. Und das war eigentlich auch total nett, weil es dort einen Abschnitt gegeben hat, dort wo wir waren, der öffentlich zugänglich war. Und das war irgendwie sehr charmant, unkommerziell, weil dort gab es jetzt nicht offensichtlich 1000 Standeln und alles irgendwie so, sondern die Leute waren relativ entspannt und der See war wunderschön und ja, das hat mir auch sehr gefallen, genau. Und da wir dann in so einem letzten Abschluss waren wir noch auch in so einem Biergartel, der war dann außerhalb von Landsberg und noch mal so 7 Kilometer weiter vom Ammersee, so geschätztermaßen. Und da war ich auch sehr fasziniert, muss man sagen, weil wurde das bayerische Klischee gebrochen, weil das war halt nicht so ein zünftiger Biergarten, wie man sich's vorstellt, sondern das war eher so ein, sagen wir, Wiesengelände am Waldesrand, also alles sehr ausgewachsen, wild gewachsen und so und ein ganz kleines, herziges Gehöft irgendwie und
dort gab es dann auch Musik und Verspeisung und Tanken. Also, und auch die Bayern selbst, also mit denen ich Kontakt habe, ich habe mir ja dann durchaus auch zwischendurch, zwischen den Mahlzeiten bin ich in die Fleischereien reingegangen. Also bei mir ist es auch immer so, auch von einem Vorarlbergreisen her, Leberkäse, ich muss mindestens einmal Leberkäse und Leberkäse einmal essen. Der ist dort schon anders als bei uns im Osten, oder? Ich bild's mir aber fix ein. Also würdest du mich so auf Rekord fragen, würde ich mit, ja, ganz sicher viel fleischiger und viel besser. Na wirklich ein rundum schönes, rundes Erlebnis. Leberkäse? Spezialtipp? Leberkäse-Peppi. Habe ich schon gehört. Was ist der Leberkäse-Peppi? Ist eigentlich ein Linzer Leberkäse-Geschäft, unter anderem im Linzer Hauptbahnhof. Und viele Leute, die ich kenne, die in Wien leben, wenn sie nach Linz gekommen sind, das erste, wenn sie am Bahnhof angekommen sind, zum Leberkäse-Peppi, weil der hat ganz tolle Leberkäse-Varianten, unter anderem mit Röstzwiebel und so. Ja, den habe ich sehr gern. Aber den Leberkäse-Peppi gibt es jetzt auch in Wien. Und zwar in der Operngasse, ganz am Anfang, also relativ nah bei der Oper, gleich neben der AIDA, so ein paar Häuser weiter, ist ein Leberkäse-Peppi und ich habe ihn schon getestet und der Röstzwiebel-Leberkäse ist dort genauso gut wie in Linz. Ja, das ist wahrlich wahr. Ich meine, meine persönliche Superhero in Sachen Leberkäse, da gibt es auch einen deutschen Ort in Wangen. In Wangen bleibt man hangen, nämlich auch beim Fidelesbeck. Dort gibt es irgendwie so den Kindheitsleberkäse und dort gibt es auch einen Röst. Kindheitsleberkäse? Ja, ja, weil das war mal halt zwar so traditionell so, mit der Family dort. Und da gibt es auch diesen Röstzwiebel-Leberkäse, aber dort sind die Röstzwiebel nicht in den Leberkäse eingearbeitet, sondern da kriegst du einfach so einen Haufen frischen Röstzwiebel drüber. Und das ist natürlich auch ziemlich gut. Und den in Wien habe ich auch getestet. Da habe ich einen besonders perversen gekostet, weil es mein Anliegen war. Das war, glaube ich, ein Schweinsbraten-Leberkäse mit Brateneinschlüssen. Klingt absurd, schmeckt wahnsinnig gut. Ja. Oh. Und ich bin auch ein Fan von der Leberkäsequalität dort. Woran sie noch ein bisschen feilen könnten, vielleicht so, dass man halt, weiß nicht, dass man sich die Senfe einzeln dazu bestellen muss oder so, sondern dass man irgendwie so, wie in Deutschland, manchmal in guten Brauereien einfach so das Topferl hingestellt bekommt und draufschaufeln und bei den Gebäcken ein bisschen liebevoller. Und das Geschäftslokal könnten sie auf sitzen und schön größer. Es ist halt wirklich, in Wien ist klein. Wie in der Innenstadtlage sein wird. Es ist halt wirklich dort beim Getreidemarkt, glaube ich, dort in der Nähe, oder? Ist das Operngasse, ganz am Anfang. Ja, genau, Operngasse. Viel toller geht es ja nicht. Und, ja, genau, richtig. Also du sitzt da auf so, es ist wirklich ein Imbiss. Halt. Fast wie Barhocker. Genau, fast wie Barhocker. Aber generell unbedingt. Also aus Unternehmersicht, du sollst dort kaufen, du sollst dort nicht Platz wegsitzen. Ja, genau, richtig. Durchlaufkunst. Ja, genau. Ja, aber man muss es sagen, allein für den Leberkäse, wer ein Herz für Leberkäse hat, der sollte dort unbedingt. Man freut sich schon auf die kalte Jahreszeit. Und es hat jetzt noch ein Leberkäse-Spezialitätengeschäft aufgemacht. Da habe ich den Namen vergessen. Es ist auch Leberkäse und dann ein männlicher Vorname. Aber ich bin auch vorbeigeradelt, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Also, frisch geöffnet, oder ja, was? Ja, vor 2-3 Wochen jetzt als Ersatz für ein McDonald's noch dazu. Ein echter Biertaucher-Podcast. Also Leib- und Magen-Thema. Ich glaube, es war nicht allzu weit von dir. Also so 8. Bezirk irgendwo da meint er. Muss ich da mal schauen. Das muss ich auch hin. Ich habe versucht, was zu arbeiten. Ich habe die Andrea Meyer interviewt. Eigentlich ist das Internal Open Magazine. Und das ist die mit der Stickmaschine. Also die hat so eine Embroidering-Maschine, mit der sie Stickmuster machen kann, und sie hat dieses Turtle Stitch ins Leben gerufen. So ein Projekt, wo man so von Snap, das ist eine Visual Programming Language, von deren Fork, und damit kann man so eine programmierbare Stickmaschine programmieren und dann kannst du so Muster sticken lassen, die du dir vorher mit so einer Turtle-Grafik gemacht hast. Die baut ja dann so solche Maschinen dann auf mit Arduinos oder mit Raspberry, also mit anderen? Aufgebohrt sind sie nicht. Sie hat einfach nur die Schnittstelle von ihren Lieblingsmaschinen disassemblen lassen oder also halt geforscht und dann Code geschrieben. Reverse-engineert sozusagen. Ja, ein bisschen reverse-engineert. Ja. Okay. Und da hat es die nette Idee einmal gewonnen. Dadurch hat es Geld gehabt, einen Programmierer anzustellen. Und die war jetzt in Boston auf der Scratch-Konferenz und ich habe sie darüber interviewt, über ihre Erlebnisse dort. Okay. Und gerade wie sie dort war, ist die Nachricht gekommen vom Tod von Seymour Papert. Sag ich das richtig? Seymour Papert? Also der Erfinder von Logo. Und einer der Sachen, die sie im Interview gesagt hat, war dann, dass viele von den Veteranen, die ihn halt noch gekannt haben und an diese Idee glauben, also dass ein Computer den Schülern sozusagen die Schönheit von Mathematik als Spielzeug sozusagen geben soll, anstatt dass man sie abrichtet, wird.
Klickstrecken auswendig zu lernen zu lassen. Also genau dieses konstruktivistische Lernansatz heißt das, glaube ich. Mhm. Und die haben, sind dann voll abgefahren auf ihr Turtle Stitch, also auf dieses Stickmaschinen-Ding. Und meiner Meinung, ich habe ja ein paar Workshops mit ihr gemacht, hat sie auch den Schlüssel in der Hand, um diese Millionen-Dollar-Frage zu lösen, wie begeistert man mehr Frauen für Informatik? Okay. Weil das halt, das sieht man bei ihren Workshops, das sind Leute, die sonst nicht für Informatik begeistern kannst, das heißt erwachsene Frauen und Mädchen und so, und die haben dann einfach leuchtende Augen, weil ihnen das taugt, da also ihre eigenen T-Shirts besticken zu lassen. Und ja, das Blöde ist nur, das Interview muss ich noch schneiden, weil da sind Lücken drin, da hat sie zwischendurch nach ihren Kindern schauen müssen und so. Das heißt, möglicherweise, wenn dieser Podcast draußen ist, gibt es das Interview schon und ist verlinkt in den Shownotes. Okay. Sonst demnächst sonst? Da unter internationalopenmagazin.org. Ja, kannst du das dort, und wir können sie ja in einer späteren Folge mit anderen Kündigungen auch dranhängen. Also, das weiß ich nur, die Zusammenfassung, was sie im Wesentlichen gesagt hat. Super. Ich habe das letzte Mal euch, lieben Hörern, den Auftrag gegeben, zu recherchieren, wer denn die Artemis ist. Das ist Hast du Feedback bekommen von Ivo? Ivo. Das ist ja eigentlich die griechische Göttin der Jagd, aber es war eigentlich nur ein Jagen auf eine falsche Fährte. Weil die Artemis, von der ich jetzt erzähle, ist eine Österreicherin, die ich vor 2 Wochen in Rails unterrichtet habe. Ah, oh, okay. Grüß Gott. Hello. Oh, da kommt wer. Der Hopp, der Hopp. Ein Hopp. Ein Ayran, ein Bier. Lass euch nicht unterbrechen. Ja. Und die ist bei den Ruby Habits aufgetaucht, weil die hat mitgemacht bei einem Workshop vorher, wo es so um Bot-Programmierung oder Zusammenklicken gegangen ist. Und das hat ihr schon Spaß gemacht, dass sie gesagt hat, programmieren lernen, das wäre doch was. Mhm. Und dann kam sie zu den Ruby Habits und wir haben dann so eine Art Pair-Programming gemacht und wir sind einander zugeteilt worden und dann bin ich mit ihr den Race Girls Workshop durchgegangen. Also haben wir so etwa 4 Stunden investiert. Und nach den 4 Stunden hat sie das MVC ziemlich auf der Reihe gehabt und haben so grundsätzlich gesehen, wie das alles funktioniert. Und es war sehr effektiv und, hat, glaube ich, uns beiden relativ viel Spaß gemacht. Also Frauen an die Computer zum Programmieren. Ja, leibend. Ja, ein Gast ist uns hineingeplatzt, ein Hopp. Ja. Gleich mal Frage, Flugmodus. Ja, schon seit 3 Höfen. Profi. Hopp, berichte uns. Ja. Was macht die Payugurt, was macht der Hopp? Keine Ahnung, aber ich bin gekommen, um euch eine kleine Rüge auszusprechen. Oh. Wir haben Feedback. Ja. Seid so ein bisschen fahrlässig mit Leib und Leben eines armen Gastes umgegangen. Ja. Ja. Ihr habt jemanden auf den Naschmarkt geschickt, um einen Mond zu elten. Das war keine gute Idee. Deswegen habe ich euch was mitgebracht. Moment. Erst einmal die Utensilien. Yes. Der Hopp hat jetzt ein Klappmesser aufschnappen lassen. So. Und die Rache für hat drei handgranatenförmige semmelartige Dinge aus seinem Rucksack geholt. So. Ja, wer war der und überhaupt? Und Stefan, ja, ich habe jetzt einmal ein paar alte Folgen nachgehört und ich glaube, du, Stefan, hast die Anna auf den Naschmarkt geschickt und hast den Plan, dort Mondzelten zu organisieren. Das stimmt. Und das ist ja ein bisschen ein Problem, wie ich euch als Messer. Nein, nicht gut. Das ist ein kleines Problem, wie ich euch als ursprünglicher Waldviertler natürlich. Ach so, hast du einen Mondsucht? Ja, das auch, aber das, was man bei uns in Wien an Mondzelten kriegt, das ist ungefähr das, was ich da jetzt aufteile. Die Herren werden das jetzt zu sich nehmen müssen. Ja. Ich werde jetzt mit Mondzelten bestraft. Für dumme Lifestyle-Tipps, die wir verbreiten. So, bitte nehmt euch jeder ein Stück. Okay, ja. Also das ist einfach ein Gebäck mit einer Mond. Das ist Erdäpfelteig. Da war es ja auch nicht ganz sicher beim letzten Mal. Mhm. Ja, das schmeckt aber gut. Ja. Oh. Okay. Wir Wiener kennen uns nicht anders. Ja, okay. Ambrosia. Mm. Und einer der Gründe, warum ich den Biertaucher-Podcast nachgehört habe, war, weil ich ein bisschen Zeit gehabt habe, weil ich viel mit dem Auto gefahren bin und unter anderem war ich in der Heimat. Mhm. Habe einen Abstecher nach Zweitel gemacht und habe ich Mondzelten aus Zweitel mitgebracht. Wow. Da schneide ich jetzt ein Ding auf, das eigentlich ziemlich genauso ausschaut wie das andere. Ja, es ist ein bisschen dünner, es ist ein bisschen... Ein bisschen unprofessionell eingepackt, aber nicht viel. Mhm. Wir nehmen uns und das ist nicht in Wien im Supermarkt oder am Naschmarkt gekauft.
Okay. Sondern stattdessen. Aber vielleicht vorher ein bisschen Eiern oder so zum Geschmack runterspülen von der alten Grausigkeit. Ein bisschen salzig zum. Der Teig ist hier viel dünner bei der Walfänger. Der Teig ist dünner, ja. Saftiger. Der Teig ist nicht aus der Duftel geschnitten. Nein. Und der Mohn schmeckt weniger. Weniger süß. Das ist korrekt. Alkohol, ja. Ja, Alkohol weiß ich nicht, das ist vielleicht ja, so ein regionaler Unterschied. Auch Rosinen sind unter Umständen drinnen oder nicht drinnen. Aber der Hauptunterschied ist, dass der im Supermarkt oder am Naschmarkt gekaufte ungefähr 8-mal so viel Zucker drinnen hat. Deshalb schmeckt das süßer. Mhm. Und deswegen schmeckt er auch so, wie er nicht schmecken sollte. Ich bin ja der volle Mond-Junkie. Also deswegen würde ich euch empfehlen, in Zukunft niemanden mehr auf den Naschmarkt um den Mond zu schicken. Es sei denn, ihr wisst es vielleicht, wo. Auch nach Zwettl. Es sei denn, ihr wisst es vielleicht, wo man die kriegt bei uns. Zwettler Wien-Vertrieb für Original. Ich wüsste es nicht. Es gibt, ich habe den jetzt aus Zwettl von der Bäckerei schön. Mhm. Ich weiß, dass die Bäckerei Pilz in Gmünd einen Internetversand hat. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob man die irgendwo in Wien kriegt, diese Mondschäden. Also Pilz, Fazit. So wie Schwammerl? Wie meinst du? Du hast gesagt Pilz, so wie Schwammerl? Ja. Also Fazit, echter Mondschäden soll nicht so süßlich sein. Das ist nicht süßlich, das ist purer Zucker, oder? Übergezuckert, ja. Sondern mehr so. Die Dinge, ja. Eigentlich neutral schmecken. Nicht. Jetzt, was du sagst. Ja, die Masse alleine, also die Mondmasse alleine, ja. Okay, hätten wir das aufgeklärt. Mhm, gut. Das ist angekommen, Wahnsinn. Feedback, super. Und der Vorteil ist, wir bekommen immer öfter Süßspeisen in unserem Podcast geliefert. Ja. Zuckerbäckerin, Hop, Wahnsinn. Immer weiter so. Also, wir sollten uns angewöhnen, Blödsinn über Lebensmittel zu erklären. Ich würde sagen, es war die richtige Strategie. Ja. Da hatten wir ja auch schon einen Leberkäsebad. Ja, vielleicht müssen wir schauen, wohin sich es entwickelt. Der Dennis ist heute auch nicht da. Mhm. Eigentlich hätte ich nämlich noch ein paar Fakten über Mohn, die vielleicht auch den Dennis interessieren würden. Ja. Nur so als spricht sonst. Verallgemeinerung. Das interessiert euch vielleicht, wie das so ausschaut mit dem Mond, weil da doch ein paar Mythen drumherum ranken und den berühmten Waldviertler Graumohn. Mhm, genau. Ja, die Blumen sind, glaube ich, weiß bis violett, aber nicht bei rot. Uns kennt man die roten, ja. Mhm. Ich glaube, das Ganze ist. Also es gibt verschiedene Mondblumen sozusagen. Es gibt, und also erstens einmal, was man bei uns in Österreich wahrscheinlich kennt, ist der Graumohn, der berühmte Waldviertler Graumohn. Und dann wird auch noch ein bisschen Blaumohn angebaut in Oberösterreich. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass das alles Schlafmohn ist, also alles dieselbe Art von Mohn ist, und aus dem Schlafmohn wird Opium hergestellt. Mhm. Allerdings natürlich in ein bisschen anderen Mengen. Ich glaube, die Mohnproduktion in Österreich liegt so ungefähr bei 1500 Hektar oder sowas. Und die Weltproduktion an Mohn liegt bei 250.000 Hektar oder so. Über 200.000 davon in Afghanistan. Aber könnte man aus österreichischem Mohn auch Ja, das ist korrekt. Wie gesagt, das ist dieselbe Art, es sind nur unterschiedliche Sorten. Also so wie du aus roten Äpfeln Most machen kannst und aus grünen Äpfeln Most machen kannst, kannst du aus Graumohn genauso Opium herstellen. Aber da gibt es bessere Sorten. Indischen. Es gibt ein paar, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dem Graumohn ausschaut, aber so schlecht ist er nicht unterwegs, was die Opiate anbelangt. Aber es gibt natürlich ein paar Sorten, die besser sind. Und unter anderem gibt es auch Sorten, die schlechter sind oder zumindest einmal kurz so ausgeschaut haben, als wären sie schlechter. Man muss nämlich dazu sagen, dass das Anbauen von Mohn in Österreich keinen Beschränkungen unterliegt. Okay. Während hingegen in Deutschland das Anbauen von Mohn unter das Suchtmittelgesetz fällt. Da darf man nicht einmal einzelne Mohnblumen zur Zierde im Garten stehen. So stark ist das reglementiert. Und wir dürfen das. Und bei uns in Österreich darf man das. Was ein ziemlich interessanter Fakt ist, habe ich irgendwie so. Man merkt es ja in Konditoreien oder so, bei uns Mohnstrudel kriegst du praktisch überall. Das ist Standard. So ist dort schwierig. Und es wird aber auch witzigerweise der ganze Mohn exportiert, natürlich, den wir da zu anbauen. Ja, und kurzzeitig haben sie in Deutschland versucht, eine weniger opiathaltige Sorte anzubauen. Die ist aber dann auch wieder zurückgezogen worden, weil, oh mein Gott, zu viele böse Giftstoffe. Meine Großmutter, die aus dem Waldviertel stammt, hat mir immer erzählt, dass die Kinder im Waldviertel mit Mondzuz der Mondzuz ist der richtige. Bitte erklären Sie, was ein Mondzuz wirklich ist und wie er funktioniert. Naja, es ist ungefähr das, was man sich vorstellt. Man nimmt irgendwie ein Stückchen Tuch oder so. Also, es ist ein Schnuller, nur muss man sich halt vorstellen, 19. Jahrhundert von einer Bauernmutter selbst gemacht. Ein Stück Tuch und der Mohn grob gemahlen.
hineingestopft und zugebunden und dann dem kleinen Kind in den Mund gesteckt. Also der Mohn war innen im Tuch drin, das ist dann nur so durchdiffundiert. Genau. Und das Kind nicht damit dann. Nicht draußen zum Schlecken, wie so ein Eisenstiel. Nein, nein. Das Kind ist damit dann an den Ackerrand gesetzt worden und damit halt sich rückverhält und nicht durch die Gegend wandert. Während die Großen, sprich alle Kinder aufwärts von wahrscheinlich so 6 Jahren oder so, damit beschäftigt waren, den Acker zu bestellen. Das ist der berühmt-berüchtigte Mondzutz. Und hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Landes-IQ oder so? Ich nehme es einmal stark an, ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da Gerücht dran. Also es hat das sicher gegeben, aber ich weiß nicht, wie häufig das eingesetzt worden ist, wie oft, wie lang. Ja, sicher. Das, ja. Wenn du genug von dem Mond an und für sich zu dir nimmst, dann wirkt er auch. Es ist halt... Mhm. Es sind halt schon ein bisschen andere Mengen, als wenn du das direkt auf Heroin runterkochst oder sowas. Aber, aber das Zeug ist da drinnen, keine Frage. Das schmeckt so gut. Ja. Ja, also es gibt ja noch den Gabelbissen-Podcast. Da gibt es auch eine ganze Folge vom Tweezer. Da haben wir, glaube ich, eh schon mal drauf hingewiesen. Der hat auch eine ganze Folge dem Graumond gewidmet. Da kann man sich auch nochmal reinlauschen und informieren. Super. Herrlich. Ich bin... Eranisiert. Das war Überraschung. Mondzufrieden. Ja, Eran und Mond ist wahrscheinlich keine schlechte Mischung. Mhm. Ein bisschen salzig, ein bisschen Mond. Genau, das geht. Das geht sich gut aus. Ja. Was kann man mit Mond tun, außer in Süßspeisen hinein tun? Ja, das Mondstangerl beispielsweise in der salzigen Variante. Stimmt, ja. Ja, genau. Süß und salzig. Herrlich. Mhm. Super. Besten am Vormittag. Da könnte man jetzt so eine Forrest Gump Shrimp Variante davon machen. Also Mondstrudel, Mondzeltchen, Mondknödel. Klassischen Mondnudeln. Und dann kann man natürlich Drogen daraus herstellen. Mhm. Aber das war es im Großen. Was auch sehr viel gemacht wird, ist die Kapseln zur Dekoration verwenden. Also die werden. Ah ja, genau. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Graumond ist. Ich bilde mir ein, es ist auch der Graumond. Es gibt unterschiedliche Sorten, was die Reife anbelangt. Bei den einen kann man die Mohnsamen gewinnen, ohne dass man die Kapsel zerstören muss. Also die schneidet man dann in der Mitte durch und der Samen fällt raus quasi. Und andere, da muss man die Kapsel eher zerstören. Und die, wo man die Kapsel im Ganzen erhalten kann, die werden dann weiterverwendet und werden zu Tausenden und Abertausenden in irgendwelchen Blumengeschäften zur Dekoration mit in irgendwelche Gestecke getan. Und sagt das Schwarze, was ich esse beim Mond, sind die Samen? Oder ist das schon irgendwie ein raffiniertes und gemahlenes Produkt? Das ist ein bisschen gemahlen, weil der Samen natürlich ein Samen ist und damit eigentlich dafür gedacht ist, dass er durch den Trakt eines Säugetiers durchwandert, unbeschadet. Aber ein bisschen gemahlen. Mehr oder minder gemahlen. Also das, was man im Sackel kriegt bei den Mondnudeln von einer gewissen Tiefkühlfirma, das ist schon eher stark gemahlen, ein bisschen getrocknet und stärker gemahlen. Und das, was da drinnen ist, ist eher so grob gemahlen. Es gibt dann auch noch, aber das ist eher ein Nischenprodukt, Mohnöl. Das kriegt man dann so in Apotheker-Abfüllungen. Was kann man damit machen? Salat. Oh. Also es ist ein gutes Rohöl. Kochen würde ich eher nicht damit, aber man kann sich über seinen Vogelsalat drüber träufeln. Aber ich glaube, das war es dann auch schon mit dem Interessanten, dass es über Mohn zu sagen gibt. Und nun? Habt ihr was? Weil sonst habe ich zwei Bücher. Podcasts habe ich. Ja, das ist schon mal ein Podcast. Ich habe das ja immer wieder mal gesagt, CAE, jetzt bin ich durch. Boah, Wahnsinn, ja. Das sind so rund 500 Stunden. Man lernt einiges dabei. Also Kategorie empfehlenswert. Habe ich auch mal durchgezogen. Aber viel Arbeit. Ist viel Arbeit. Sogar die alten sind noch recht aktuell eigentlich. Ich meine, manche sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem. Ja, ich finde das auch durchgehend. Dann das nächste, das habe ich glaube ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal gesagt, den bin ich jetzt mittlerweile auch fast durch, das ist Data Stories. Da habe ich jetzt wirklich fast alle gehört, ich glaube bis auf einen oder zwei. Mhm. Das ist über Datenvisualisierung vom Moritz Stefaner und vom Enrico Bertini, ein Deutscher und ein Italiener, die in jeder Folge praktisch 1 bis 3 Gäste eingeladen haben und über die unterschiedlichen Aspekte der Datenvisualisierung berichten. Einerseits vom praktischen Standpunkt her, also eher so, was machen Zeitungen, Infografiken, so in die Richtung. Andererseits aber auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her, also was forschen Unis, wie werden Grafiken am besten aufgenommen, wie wird Inhalt am besten vermittelt, solche Geschichten. Mhm. Recht spannende Geschichte. Bin jetzt auch froh, bin ja durch, sind so ungefähr 70 Stunden. Puh.
Und ich habe ja auch vorletztes Mal, glaube ich, gesagt, dass ich langsam aber sicher vom Ruby wegdrift in Richtung Elixir und Phoenix. Funktionales Programmieren. Funktionales Programmieren steckt da drinnen. Und natürlich schaue ich dann einmal, ob es dort auch einen Podcast gibt. Und ja, es gibt einen Podcast, der heißt Elixir Fountain. Mhm. Also der Brunnen von dem Elixir. Gibt es bislang 47 Episoden und auch sehr nette Interviews. Also wieder, wer sich in die Richtung interessiert und noch nicht gleich voll sich in den Code hineinwühlen will, kann man auch ein bisschen Gefühl kriegen, was so die Leute dahinter denken, die diese Sachen entwickeln, weil er wirklich die Leute interviewt, die da zentral in der Community drinnen sind, die entwickeln und so weiter. Also Elixir Fountain ist auch eine Empfehlung von mir. Ja, ich habe gar keine neuen Podcast-Empfehlungen. Ich höre immer nur das Gleiche. In letzter Zeit keine neuen mehr aufgenommen. Aber ich habe einen Film, das kann ich noch kurz einstreuen. Ich freue mich ja schon wieder aufs Slash-Filmfest. Wann geht denn das wieder los, glaubst du? Am 9. ist der Kartenvorverkauf, glaube ich. 9. September? Schon? 8. oder 9., ja. Geil, ja. Ich freue mich schon, deswegen versuche ich mich wieder einzustimmen. Nachdem ich ewig lang sinnlos Star Trek-Folgen geschaut habe, versuche ich wieder ein bisschen Filme und was irgendwie Gescheiteres zu schauen. Also nicht gescheiter, nicht in dem Sinne, hat mir ja eh Spaß gemacht, aber halt wieder Filme, die auf den Punkt kommen, zu schauen und mich einzustimmen. Und ich habe mir jetzt angeschaut, weil es mir so oft empfohlen wurde, wie zum Beispiel, wenn wir schon bei Podcasts sind, vom Nerd Talk, die haben sich das nämlich am Horror- und Fantasy-Filmfestival von Berlin angeschaut und auch empfohlen, das ist nämlich der englische Film aus dem Jahr 2015 namens Witch, im Original mit 2 V geschrieben. Oder im Originaltitel ist er sogar noch länger, also Switch mit 2 V, A New England Folk Tale. Also das ist so der Claim vom Film, es basiert irgendwie auf Sagen oder Märchen halt irgendwie aus Amerika. Es geht nämlich um eine Familie, die so, ich glaube 1630 in Amerika irgendwie verweilt, frisch angekommen ist, so 10 Jahre nachdem die Mayflower gelandet ist, in, glaube ich, New England, war glaube ich so Nordosten Amerikas oder so. Und in der ersten Szene sieht man so den Familienvater, wie er sich irgendwie rechtfertigen muss oder sich zumindest irgendwie nicht wohlfühlt in der Gemeinschaft, in der sie dort irgendwie gemeinsam sich aufhalten, also in dieser Dorfgemeinschaft. Ist das so eine Pilger- oder religiöse Gemeinschaft? Ist auf jeden Fall religiös und Religiosität zieht sich auch durch den ganzen Film aus, weil der Vater ist auch sehr religiös, die Mutter ist sehr religiös und selbst die Kinder, da zieht sich ja das Ganze durch. Und ich kann das jetzt nicht wirklich sagen, warum sie ausgestoßen werden. Ich muss sagen, ich kann überhaupt die Handlung immer nur so ein bisschen gefühlt wiedergeben, weil die Sprache an sich, ich hätte es mir mit Untertiteln anschauen sollen, wurde nicht geschätzt im restlichen Zuseherpublikum, aber es hätte mir sehr geholfen, weil sie achten auf diesen alten Sprachduktus. Also es ist schweres Englisch dann? Ich weiß nicht, für manche ist es vielleicht ein Spaziergang, für mich das Hammer. Aber man bekriegt es dann halt immer mit der Zeit, lebt man sich dann schon ein, aber gerade am Anfang oder so, kann ich es nicht genau mitnehmen. Also was so die Grundstory ist, sie leben dann irgendwie am ziehen weg von dieser großen Dorfgemeinschaft und leben dann alleine so als Einzelkämpferfamilie am Waldesrand, haben dort eine Blockhütte und eine kleine Maisfarm und der Mais wird nichts und immer mehr Unglücksfälle häufen sich, wie zum Beispiel, also sie haben insgesamt 4 Kinder, ein kleines Baby, 2, weiß ich nicht, ein Jungen, ein Mädchen im Alter von, würde ich mal sagen, 5, 6 Jahren und dann noch eine aufwachsende Tochter, die ich jetzt kann ich auch nicht sagen, 16 Jahre wird der alt sein. Ja? Und die 16-Jährige passt auf das Putzel auf im Feld und macht kurz die Augen zu, so typisches Verschreckspiel. Mit Mondschutz? Ja, vielleicht war der Mondschutz im Spiel, weil wie sie die Augen wieder nämlich aufmacht, ist das Baby weg. Richtig, das ist schon mal irgendwie so das erste starke Drama irgendwie von dieser ganzen Ding. Was ich vergessen habe, sie hat noch einen bisschen jüngeren Bruder auch noch und der geht auch abhanden und man sieht aber auch immer wieder zwischengeschnitten irgendwie, dass eine alte Frau, eine Hexe ihre Finger da im Spiel hat und das Unglück. Es ist eigentlich vom
Es war nicht so mein Type of Horrorfilm, wobei ich aber den zugute halten müssen, dass sie so verschiedene Komponenten des Horrors irgendwie zusammengeführt haben. Also zum Beispiel der Junge taucht dann wieder auf, aber ist nicht wirklich bei sich. Da kommt so ein bisschen Exorzismus irgendwie raus. Und die ganze Familie zerbricht auch in sich, weil die Eltern beginnen, die Tochter zu beschuldigen. Die kleinen Kinder halten die Tochter auch für eine Hexe. Dann kommt es noch so Symboliken mit einer schwarzen Ziege, die auf dem Hof ist und so. Und also ich respektiere irgendwie so, das ist ein Film, der kann einem durchaus gut gefallen und der ist handwerklich gut gemacht. Bei mir, also ein Mitzusehender hat dazu irgendwie treffend gemeint, basierend auf den Verleumdungen, die damals vorgebracht wurden, um Hexen, also um Frauen zu diffamieren. Und diesen Beigeschmack hat es eigentlich zwar nicht, ja, weil sie ja irgendwie auf diesen Märchen basieren, aber es war dann im Grunde, oder war ich nicht, das ist ja bei manchmal auch Tagesverfassung, war nicht mein Type of Horrorfilm. Also gut gemacht, aber mir hat er nicht so gut gefallen, aber ist auch so rein subjektiv. Tja, aber so viel zum Slash-Filmfest. Jetzt muss man sich eh weiter drauf einstimmen. Jetzt, glaube ich, kommt im September ja bald diese Ash vs. Evil Dead-Serie raus, und basierend auf den... das muss aber schon die zweite Staffel sein, weil die erste ist in einem halben Jahr fertig. Wirklich? Ja, genau. Also sie haben es angekündigt, dass sie es jetzt auf Amazon Prime irgendwie freischalten. Das kann schon sein, dass sie schon fortgeschrittener ist, die Serie. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Da habe ich auch noch keine Folgen davon gesehen. Ich schaue mal, wie das wird. Slash Film Fest kommt bald. Du warst auch im Kino, oder? Ich war im Kino und ich habe Bücher. Okay, willst du die Bücher zuerst machen? Ja, ich will die Bücher, weil da geht es auch um vergangene Zeiten. Ich habe zwei Bücher auf Deutsch gelesen, ich handle sie beide in einem Rutsch ab. Haben mir recht gut gefallen. Gleicher Inhalt. Ja, also wirklich gleicher Inhalt und gleicher Autor, nämlich Alberto Angelo. Das eine Buch heißt Ein Tag im alten Rom, das andere heißt Der faszinierende Alltag im Römischen Reich. Doppelpunkt. Also noch weiter zu. Kaiser, Huren, Legionäre. Und es ist ein Geschichtsforscher halt und er versucht so sehr, wie sagt man das, sehr populärwissenschaftlich zu schreiben. Also es liest sich praktisch so, wie er einen flotter Geschichtspodcast anhört. Also sehr interessant, sehr farbig, sehr ausführlich. Und in den Fußnoten tut er dann immer wieder Anmerkungen machen, warum er jetzt diese Geschichte erwähnt, weil sie halt da und dort was ausgraben haben, was darauf hindeutet, dass das und das so und so passiert ist. Okay. Und er hat eine rechte Liebe zum Detail, zum historischen Detail halt. Zum Beispiel in was für Sandalen die Römer herumgelaufen sind oder sehr genau beschrieben, wie die Orgien funktioniert hat, was man gegessen hat, über also alle möglichen Sachen und natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen Vergleiche zur Jetztzeit und Invasion im Irak und so haben auch die Römer schon gemacht. Und also wir haben sowohl die politischen als auch so die kleinen Alltagssachen. Ja, und das eine Buch konzentriert sich halt nur auf Rom, da tut halt einen Tag in Rom nachstellen und geht halt so, steht auf mit irgendwelchen Leuten, die in einer Mietskaserne wohnen und geht dann ins öffentliche Bad und zum Tempel und man sieht halt... Dann, über die Fußbodenheizung. Ja, und genau, und in der Therme wird gestohlen und da ist eine Rauferei und alles und natürlich Gladiatorenkämpfe und alles. Wie es gehört. Und das andere Buch über das Römische Reich, da geht er einem Sesterz nach, also einer Münze. Die Münze wird nach Schottland gebracht, also an die Nordgrenze und dort wird ein Legionär damit bezahlt und dann wandert die Münze halt quer durchs Römische Reich. Wirkt das Geld, ja. Interessant. Und man fährt halt einen Potpourri von Situationen und es ist immer wieder dadurch interessant, weil da relativ viel aktuelle Ausgrabungen und Forschungsergebnisse einfließen, die dann auch erklärt werden in den Fußnoten. Vieles, was man halt im Lateinunterricht nicht gehört hat oder manches auch, was man gehört hat, aber was sich mittlerweile wieder anders herausgestellt hat, weil die Forschung geht ja auch weiter. Ja. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht zum Lesen. Es ist keine großartige Handlung drin, es ist mehr so wie eine Art bunte Wochenschau oder also du siehst halt sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Wann soll das spielen? Er spielt zur Zeit von Kaiser Trajan, also zur relativ größten Ausdehnung vom Römischen Reich. Und ja, zum Beispiel erklärt er, dass auch in Rom gab es Touristen, also hat sich natürlich nur die Oberschicht leisten können, aber man ist speziell wie es dann sehr friedlich war und die
Seereisen ein bisschen sicherer wurden. Man ist auch nach Ägypten gefahren, um sich die Pyramiden anzuschauen. Und man hat, auf den Pyramiden hat man jetzt wieder römische Inschriften gefunden von Römern. Wie weiß deine Mutter, dass du da warst? Und so ein Zeug. Das freut man sich dann halt, dass gewisse Dinge sehr zeitlos sind. Eine Seite war nur römische Witze. Also die man sich zur Römerzeit erzählt hat und die aus Griechenland kommen. Und dann macht er sehr viel Analogien, dass vieles im Römischen Reich darf man sich nicht so vorstellen wie in diesen Sandalenfilmen von Hollywood, sondern eher so, wie wenn man heute nach Nordafrika oder nach Indien fährt. Also Basare und auch Schönheitsideal der Frauen. Und ja. Also, konntest du viel rausnehmen aus diesen zwei? Ja, es war unterhaltsam. Es ist jetzt keine zusammenhängende Story drinnen. Okay. Oder nur sehr in Ansätzen. Und super, super Cross-Marketing. Ja. Also er schreibt dann immer in der Ich-Perspektive oder wir gehen jetzt durch den Circus Maximum und setzen uns auf einen Platz und da treffen wir einen alten Bekannten, den Hausmeister, ja, woher kennen wir ihn? Ja, vom anderen Buch. Ja. Sehr schlau. Nein, nett zum Lesen. Ist der also beide Bücher nett? Ja, und jeder, der sich mit Latein schwer getan hat, das ist ein bisschen halt eine Genugtuung, wo man das, so haben wir das gelernt, aber ist ja gar nicht mehr so. Und sehr viele Details, die ich halt nicht gewusst habe, zum Beispiel das Problem, dass schöne Seeufer verbaut werden durch Villen, gab es im alten Rom schon. Ganz genau so. Dann Fischzucht, also Aquafarming haben sie gemacht. Okay. Aber aus dem Grund, weil du dadurch die Fische frischer am Tisch hast servieren können. Mhm. Weil es ja keine Kühlung gegeben hat. Ja. Und halt auch immer wieder Sachen, was zum Beispiel damals nicht funktioniert hat, zum Beispiel Kindersterblichkeit. Also es war einfach das Risiko, bei einer Geburt zu sterben, für Frauen sehr viel höher. Mhm. Und dann über Gräberanalysen haben sie geschaut, wie alt Römer worden sind und haben auch ein Grab von einem 99-Jährigen gefunden und so. Also es so Sachen. Das klingt unterhaltsam. Das klingt ja, klar, also ich kann es ganz weit empfehlen. Wenn man nicht Hardcore-Politik und Wirtschaftsabhandlungen lesen möchte. Ab und zu ist es ein bisschen schmalzig, also wenn irgendwelche Liebesszenen beschrieben, wo jetzt nicht so genau rausgeht, was da jetzt historisch ist, oder außer hat ihm halt taugt oder vielleicht verkauft es sich besser, wenn halt ein paar solche Szenen drinnen sind. Mhm. Ja, in den Büchern sind, glaube ich, auch so Bleistiftzeichnungen drinnen von einem Illustrator, dass sich auch der letzte fantasieloseste Leser da jetzt vorstellen kann, wie ein Legionär ausgeschaut hat, oder? Ja. Und, ja. Also insgesamt war ich angenehm überrascht, war so schön vom Einschlafen ein bisschen herumschmökern im Römischen Reich. Das klingt interessant. Einladend. Ja, war der Film auch so gut, den du gesehen hast? Oder? Der Suicide Squad, soll ich gleich anschließen, ja. Ich wurde verzahrt in Suicide Squad, spricht man das ja, aus? Ja, Suicide Squad. Internet und faselig geredet. Um jammern auf sehr hohem Niveau zu jammern, nicht nur, dass ich es mir anschauen musste, sondern auch noch auf Deutsch und in 3D. Wow. Auf Deutsch, ja. Und was soll ich sagen? Du bist ja nicht so der Comic-Fan. Umreiß mal kurz die Prämisse von dem Film. Ist vielleicht also soweit ich es kapiert habe, ich habe ja nicht alles voll durchschaut in dem Film und war jetzt auch nicht in dieser Comic-Welt speziell affin. Aber es geht um diverse Superhelden, die man zum Teil kennt, damit ich es jetzt nicht falsch sage, aus dem Marvel-Universum, hoffe ich. Also Batman den roten Blitz habe ich kurz gesehen. Ah, auch, ja. Okay. Ja, und den Joker, der gehört irgendwie zum Batman, der hat auch mitgespielt. Und da geht es jetzt aber eher um die Super-Schurken, also Joker und seine Freundin und ein paar andere Typen. Ist das Marvel oder ist das DC? Oder ist das DC? Oder, also eins von diesen, also die wo Batman herkommt, genau. Dieses Haus ist es, ja. Diese Lizenz, ja. Franchise. Und diverse Super-Schurken, die in ihrem Gefängniszellen fristen, werden zusammengezogen aufgrund ihrer Super-Fähigkeiten, um einen super auf Bösewicht zu erledigen und das alles wird gesteuert von einer sehr unsympathischen, bösen, schwarzen CIA-Obermotz-Regierungsagentin, die alle mit einer Killer-App in der Hand hat. Die kriegen dann so klassisch wie bei Klapperschlange so eine Kapsel in den Hals gespritzt und auf Knopfdruck aufs Handy kann die explodiert werden, um halt die Loyalität von diesen Schurken sicherzustellen. Klapperschlange 2. Ja, und soweit ich es kapiert habe, das ganze Schlamassel geht los. Also sie haben dann irgend so eine super Schurkin, die ist so eine alte Hexe, das ist dann so voll mystisch und die possesst einen Körper von einer jungen Frau und kann sich praktisch so teleportieren. Und die setzen es halt ein, um diverse
also eigentlich um politische Projekte durchzubringen. Diese CIA-Oberfrau will halt so eine super Schurkentruppe haben, um Superhelden bekämpfen zu können, die unfolgsam sind. Also eh das, was halt für den letzten Superman vs. Batman und so thematisiert wurde, jetzt haben alle dann Angst vor Superhelden. Ja, ja. Weil unkontrollierbar. Genau, unkontrollierbar, ja. Unkontrollierbar. Und im Zuge dieses Herumspielen mit dieser Hexe geht das dann auch prompt schief und die emanzipiert sich dann sehr und tut irgendeinen Hexerich, also einen Bruder von ihr beschwören, der ist ein Supermonster und kann so spaghettiförmige, rote, gerenderte Würsteln aus seinen Händen rausschießen lassen, quer durch Wolkenkratzer und Hubschrauber und Menschen hindurch, kann alles kaputt machen und mit dem zusammen baut sie dann so einen Doomsday-Device, so eine Weltvernichtungsmaschine. Und die Superschurken werden dann aus ihren Gefängniszellen befreit und kriegen halt noch ordentlich indoktriniert und werden dann darauf angesetzt, erst müssen sie die CIA-Agentin befreien aus irgendeinem Stockwerk und dann sollen sie gegen diesen Superschurken kämpfen. Und dabei gehen sie sich natürlich auch gegenseitig auf die Nerven, aber halten dann zusammen, weil jeder hat halt so ein bisschen andere Fähigkeiten und natürlich haben sie auch ihre psychischen Dilemma, die sie dann noch so in pseudopsychologischen... Joker, alle so ein bisschen eine Verletzung, nicht, die er mit sich herumschleppt, aber nicht gerne zeigt. So. Der hat es dir nicht so gut gefallen, nämlich dem. Wie soll ich das sagen? Nicht wirklich, ne? Okay. Aber du bist ja generell nicht so Comic-affin. Gab es ja in letzter Zeit einen anderen Comic-Film, der dir so gut gefallen hat? Nein. Nicht so gut, aber. Also das Lustigste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, war dieses Guardians of the Galaxy. Das ist ja dann schon die Parodie auf eigentlich. Das Und dieses. Ja. Ding, ich wäre ja gespannt gewesen, ob der Joker gut gespielt wäre, weil es auch eine Also der Joker Fallhöhe. Ist da eher so der Sympathler. Und du meinst noch Heath Ledger? Genau. Ja, also das ist eher so ein junger Schauspieler. Ist der Jared Leto und der hat ja zumindest schon eine bemühte Filmkarriere hinter sich, war immer wieder ganz gute wie Requiem for a Dream war er zum Beispiel sehr gut, aber er war nicht immer gut, das muss man auch sagen. Aber man kann schon erahnen, dass der zumindest irgendwie was erreichen will, aber wie war der Joker? Ja, also ich kenne den eher noch aus den Comics. Als Batman-Gegenspieler, da hat immer so ausgeschaut, dass man Albträume davon kriegt als Kind. Und da war er ja ein durchaus nicht so unsympathischer junger Typ halt. Der hat dann so eine überhöhte Liebesgeschichte gehabt zu irgendeiner Superschurkin, die ist ja alle Kind. Ich war ja mal die Psychiaterin vom Kind. Was mich geärgert hat, die ist die ganze Zeit, also da sind sie auf halb eingefallenen, brennenden Wolkenkratzern in Kugelhagel herumgegangen und sie hat die ganze Zeit so Stiletto-Absätze gehabt. Das ist halt der kannst auch gerne drei Schritte gehen mit sowas ohne Umfang. Kriegst du nicht raus aus den Comic-Filmen. Ja, aber die Action wenigstens irgendwie. Ja, so, die Action-Szenen waren schon okay. Und auch diese Superkämpfe, wo die Superhelden sich dann so halt kombinieren, ihre Kräfte, um ein Supermonster zu besiegen, war alles ganz okay. Mhm. Und auch das im Endeffekt war das US-Militär und die CIA alle wesentlich unsympathischer als der Joker, der zwar auch ein bisschen verrückt war, aber wenigstens liebt er da seine Freundin und auf seine eher seltsame Art. Also man hat sozusagen eher ein Herz für die Schurken entwickelt. Ich glaube, das war das Sympathische an dem Ganzen. Das ist ja quasi das Alleinstellungsmerkmal von den Batman-Comics und Projekten prinzipiell. Nein, die Graufärbung von beiden Seiten. Der Batman ist der gequälte Geist, der Held, der für die Menschen einsteht, aber in Wirklichkeit natürlich die tiefsten Abgründe in seiner Seele verbirgt. Das Einzige, was ihn wahrscheinlich rettet, ist, dass er ganz, ganz, ganz strikt dran festhält, dass er niemanden umbringt, aber das heißt nicht, dass er zwischendurch nicht Leute lehnen oder ausnutzen oder foltern kann. Ja, wie im letzten Film gezeigt, wo er sein eigenes Brenneisen hatte für Verbrecher, um auch irgendwie so die Fledermaus einzubrennen in den Verbrecherarm. Absolut. Und auf der anderen Seite, seine Gegenspieler sind halt teilweise nur deswegen solche Superhelden oder wie so, man denkt an Two-Face oder so, weil sie irgendwann einmal mit dem Batman zusammengestoßen sind und das halt eine ziemlich dramatische und traumatische Erfahrung sein kann und dann werden sie halt... Er produziert sozusagen noch teilweise natürlich, selbst. Ja, nicht alle, aber teilweise natürlich und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise in diese Bösewichte hineinversetzen, weil sie nicht genauso wenig schwarz sind, wie der Batman weiß ist. Ja.
finde ihn auch nicht jeder sympathisch. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt diese Computer, also nicht jetzt, schon 2 Jahre her oder so, gab es Arkham Asylum, gab es so 2 berühmtere Computerspiele, wo du so in der 3D-Welt als Batman rumlaufst und du verprügelst halt laufend irgendwelche Verbrecher durch. Du hast keine Zivilisten rumlaufen, aber trotzdem irgendwann, das war so der stehende Scherz irgendwie zwischen Mitspieler und mir, dass wir gesagt haben, ja, der prügelgeile Milliardär ist wieder unterwegs, weil er wirklich halt irgendwann bricht sich das. Nein, im Spiel natürlich besonders, das ist halt irgendwie so, genau. Ja, aber ansonsten, ja, ich kenne ja einige, die mit Batman als Charakter ihre Probleme haben und ja, ich nehme mich da selber nicht aus. Ich kenne auch einen Familienvater, der immer nicht, also seine Kinder stehen wahnsinnig auf Batman und der will aber nicht, dass die Kinder da so ein Fan davon sind oder ein bisschen schwarze Pädagogik, wenn da einer sagt, man, na, Batman ist ein böser alter Polizist. Er ist gar nicht so cool. Aber, es gibt aber diese, sie lassen sich eh nicht reinreden. Diese 60er Jahre Fernsehsendung. West, ja, das war ja putzig mit dem Highspray. Also, man so muss dazu sagen, heutzutage regen sich irrsinnig, viele regen sich auf. Ich meine, das ist aus den 60ern, das ist den Leuten wahrscheinlich schon großteils wurscht, aber viele, unter Anführungszeichen, Batman-Fans beschweren sich über diese Fernsehserie, dass die alles so ins Lächerliche gezogen hat und dass die so quietschbunt und zuckerrosa war und dass die böse. Und auch immer diese Puff-Puff. Ja, ja, nein, nur in der ersten Staffel, weil also, dann haben sie andere Geschichte, reden wir mal ein anderes Mal drüber. Aber das Witzige ist, wenn man sich die tatsächlichen Comic-Hefteln von damals anschaut oder von kurz davor anschaut eigentlich, dann waren die noch ärger als das, was diese Fernsehserie da so produziert hat. Und noch ärger, diese, noch dunkler oder noch? Übertriebener, noch überzogener, witziger, also, lächerlicher, zuckerrosener Quietschbunter. Ja, ja. Teilweise zumindest. Also nichts düster und so. Und dieses Düstere, das ist dann erst wesentlich später gekommen mit, ich weiß gar nicht, mit welchem Batman. Batman Rises? Nein, der Dark Knight? Ich glaube sogar mit dieser Zeichentrickserie, dieser Batman Forever oder welche war das? Ja, ja, ich glaube, es hat so geheißen, Batman Forever. Oder kurz vorher. Ja. Aber diese Diskussion zwischen, oh mein Gott, Batman ist so ernst und wie könnt ihr den nur so lächerlich machen und dem, was der Batman eigentlich anfangs wirklich war, hat man am besten gesehen bei den Tim Burton-Verfilmungen, wo sich einige Leute so aufgeregt haben, dass das so unernst ist oder ich weiß nicht, was genau ihre Beschwerde war, aber es war halt erstens Tim Burton und zweitens zurück zu den Wurzeln von Batman. Mhm. Aber manchen Leuten kann man es halt nicht recht machen, wenn man gegen ihr Kopfkino antreten muss. Ja. Aber wenn dir Suicide Squad nicht gefallen hat, kannst du beruhigt sein, die beide, sowohl von Marvel als auch von DC, stehen die. Und natürlich auch von Star Wars stehen die Spielpläne für die nächsten 10 Jahre schon fest. Also, da kommen genug Filme auf dich zu, über die du dich ärgern kannst. Ich hoffe, nicht das schon höher. So ein langer Zeitraum. Das muss ja alles geplant werden. Man muss ja zuerst einen einführen, als war das jetzt in Superman vs. Batman, wo kurz Aquaman, Wonder Woman ist sogar, glaube ich, echt aufgetaucht, aber ja, Aquaman, genau. The Flash und noch ein dritter sind nur kurz auf einem Bildschirm aufgetaucht. Als nächstes kriegen sie dann ihren eigenen Film wahrscheinlich, dann gibt es einen Film, wo sie alle miteinander spielen, das muss ja über Jahrzehnte vorbereitet werden. Ja, das stimmt, also das ist zusammenmatschen. Die Comic-Industrie hat natürlich aus dem letzten Fehler gelernt, ne? dass man muss halt irgendwie relevant bleiben, sonst ist das Einkommen so schnell weg, so schnell kann man gar nicht machen. Also das habe ich beim Suicide Squad auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da werden jetzt sehr viele Charakter kurz vorgestellt, ohne dass das in der Handlung viel Sinn bringt, sondern eigentlich nur, damit sie später dann vielleicht ihren eigenen Full-Feature-Film bringt. Müsste ich das, also wenn man nämlich nicht diesen ganzen Bulk an Filmen davor gesehen hat, dann kommt einem manchmal dann solche, wenn man dann so einen Ensemble-Film sieht, wo verschiedene Superhelden zusammengemanscht werden, dann kann man das gar nicht mehr wirklich so als Einzelfilm begreifen. Also mir ist es bei der Harry Potter-Reihe schon gegangen, irgendwie so, dass ich so einen einzelnen Film erst relativ spät ohne die Vorteile gesehen habe und mir gedacht habe, ja, aber funktioniert das wirklich als Film oder ist das eigentlich schon wirklich einfach eine Serie fast, eine Film? Genau, ist es ja auch, aber funktioniert dann halt noch nicht in sich nicht mehr
nicht mehr so gut. Und bei den Serien ist es auch, und bei den Serien ist es ja genauso, da führen sie es ja auch jetzt einzeln ein und versuchen es auch langsam zusammenmanschen. Wurde mir letztens nämlich vorgeführt, Flash gibt es eine Serie und Green Arrow. Green Arrow habe ich eine Folge gesehen, nicht ausgehalten, Flash keine Folge. Aber mir wurde dann, weil er so furchtbar für den Zusehenden war, hat er mir extra die Szene vorgespielt, wo sich der Flash und der Green Arrow dann treffen und Flash eine rührende Rede vor der wehenden amerikanischen Flagge hält und der Green Arrow zum Abschied noch irgendwie so nickt und sagt cool, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, naja. Aber wie gesagt, im Seriengenre wird das auch angewandt. Das ist ja auch so. Wie ich jung war, gab es in den Superman-Hefteln einen Nebendarsteller namens Grüne Leuchte. Gibt es den noch? Green Lantern, das ist der, was heißt ein Nebendarsteller? Das ist ein ganz ein eigener. Ah, hat der auch schon seine eigene? Der hat einen Film, ja. Ja. Heißt der auf Film. Deutsch Grüne Leuchte? Ja, Laterne. Das war die Leuchte. Ich glaube, die. Aber wird der nicht auch Green Lantern genannt? Oder bilde ich mir das gerade ein? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So was auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Das ist schon mühsam genug mit den. Entschuldigung, Nebenfrage: Diese Mondzellen, können die Durst erzeugen oder sowas? Oder? Möglicherweise das Mehl und die Erde füllen, aber. Okay. Na gut. Ausgequasselt alle. Noch was von der Python-User-Group? Genau, Python-User-Group. Ja, gibt's. doch. Wir waren ganz erstaunt beim letzten Mal, also eigentlich inzwischen beim vorletzten Mal, sprich im Juli. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich glaube, früher haben wir einfach jedes Jahr im Juli Sommerpause gehabt. Mhm. Oder es war einfach nur Zufall. Diesmal haben wir aus irgendeinem Grund gesagt, machen wir halt im Juli auch eine. Und? Nicht damit gerechnet, dass mitten im Juli bei ziemlich heißem Wetter, glaube ich, damals sonderlich viele Leute auftauchen. Ich habe halt wieder die Bibliothek im MetaLab reserviert und plötzlich waren wir über 25 Leute. Ja, Urlaub in Wien nicht. Keine Ahnung, was passiert ist. Daraufhin habe ich für den August einen Hauptraum reserviert, wobei man muss dazu sagen, im Moment schaut, ich vielleicht einmal am MetaLab Twitter-Account ein paar Fotos nachschauen. Wir haben ja die Wand zwischen Bibliothek und Hauptraum wurde rausgerissen. Die, wo die Blinkenwall drinnen war. Ja. Die wird jetzt neu gesetzt. Jetzt? Und da ist ein Loch. Was ist da jetzt? Also insofern ist es eigentlich egal, ob man Hauptraum oder die Bibliothek reserviert. Aber diesmal waren wir wieder nur geschätzte 10 Leute, glaube ich. Dafür im Hauptraum. Dafür waren wir im Hauptraum, ja. Aber es war nett, weil. Also ich möchte nicht sagen, dass es sonst anders wäre, aber die sonstigen Anwesenden im Hauptraum, die mit uns nichts zu tun gehabt haben, waren sehr rücksichtsvoll und haben sich still verhalten, teilweise zugeschaut und wir haben ja wieder Dojo gehabt und die Leute sind dann hinten, hat man schon gemerkt, auf den Sesseln herumgewetzt, haben natürlich alles besser gewusst und wollten unbedingt uns zeigen, wie man richtig programmiert, aber das habe ich ein bisschen runterbügeln müssen. Ja, und wir haben, glaube ich, das Problem nicht wirklich gelöst wieder mal diesmal, aber so halbe. Müsste man vielleicht nochmal die Randfälle irgendwie noch. Kann man aber wieder, wie gehabt, auf unserem Bitbucket-Account nachlesen, unser Machwerk. Nächstes, weiß ich gar nicht, hat sich das bis zu euch durchgesprochen, dass wir den Termin geändert haben? Nein. Wir sind jetzt immer am 4. Donnerstag. Also keine Sonntagstermine mehr. Wir haben jetzt da wieder mal gewechselt von dem alten Rhythmus auf fix am 4. Donnerstag. Das heißt, man braucht nicht mehr Kopfrechnen oder sich ein Python-Programm mit Kalendermodul schreiben. Kann einfach so im MetaLab auftauchen. Sonst gibt es eigentlich so nicht viel über die Python-User-Group zu erzählen. Auf die Konferenz nach München fährt jetzt doch, glaube ich, auch keiner. Ah, ist das einer? Die Python-Konferenz? Ja, die haben die Py Munich, glaube ich, zur PyCon.de gemacht oder so. Hatten aber Probleme mit dem Abklären, was die Steuern anbelangt. Und deswegen nicht genau gewusst, wie der Preis ausschaut, haben dementsprechend erst Ende voriger Woche den Kartenverkauf gestartet. Early Bird Ticket um 90 oder 95 Euro war innerhalb von 3 Stunden weg. Und das ist für 2 Tage und der Vollpreis 165 Euro waren es dann allen ein bisschen zu viel.
Ich kann zwar leider nicht an dem Termin, aber das wäre der 29., 30. Oktober, glaube ich, wäre das gewesen. Und zum selben Zeitpunkt ist in Brünn die tschechische Python-Konferenz. Und wenn die auch nur halbwegs so ist wie die in Prag, die letzte, wo wir waren, würde ich die euch sehr empfehlen. Fährst du hin, oder? Nein, ich kann nicht. Achso, kannst du. Aber ich denke... Ist auch als nicht-tschechisch Sprechender, sagst du, ist das empfehlenswert? Die in Bratislava war so organisiert, dass am ersten Tag Workshops und Vorträge in Slowakisch waren. Habe ich jetzt eh das richtige Land genannt. Bratislava, Slowakei. Ich glaube dann, das war am Donnerstag, glaube ich, und am Freitag, Samstag waren dann hauptsächlich Vorträge in Englisch und am Sonntag waren dann Workshops und Dojos und solche und eine, wie sagt man da, eine Messe, eine kleine oder Standeln halt, wo man sowieso mit den Leuten auf Englisch reden kann. So war das dort organisiert. Ich weiß nicht genau, wie es in Brünn ist, aber ich nehme mal an, dass das doch durchaus englisches Programm dort sein wird. Na cool. Aber es ist ja nicht weit, das kann man sich ja anschauen. Ja. Selbst wenn man ein paar Vorträge drehen, nicht so versteht. Brünn ist ja überhaupt hübsch, ne? Ja. Fertig. Ja. Na dann. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Schön war's. Und ciao. Bleiben Sie röstfrisch.